Hallo, wir melden uns zurück beim virtuellen Tag der offenen Tür im BBK. Wir zeigen ja heute Einblicke in unsere Arbeit, weil wir in einer Woche den bundesweiten Warntag haben, nämlich genau am 10.09. Und damit Sie eben mal sehen, die warnende Behörde des Bundes, das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, was machen wir eigentlich alles an Arbeiten? Und das, was hier also besonders großartig in meinem Rücken steht, das ist ein sogenanntes Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz. Und bei mir ist mein Kollege Herr Michael Gewehr, Leiter des Referates, wenn ich recht weiß, Beschaffung, aber das Und Ausstattung. und Ausstattung, genau. Das heißt, genau solche Fahrzeuge zu beschaffen, das gehört zu Ihren Arbeiten. Was passiert denn alles von der, sagen wir mal, Planung, bis man real vor so einem fantastischen Fahrzeug stehen kann? Und ganz am Anfang steht natürlich erstmal, dass man eine Fähigkeitslücke entdeckt. Das heißt, man muss feststellen, dass man in irgendeinem Bereich irgendetwas nicht erreichen kann, was man eigentlich zum Schutz der Bevölkerung tun müsste. Und wenn man die Fähigkeitslücke erkannt hat, macht man eine einsatztaktische Forderung, um die zu schließen. Auf Basis der einsatztaktischen Forderung kann man technische Beschreibungen erstellen, die dann das Auto und die Besatzung schon näher beschreiben. Und basierend auf der technischen Forderung wird dann die Beschaffung eingeleitet. Und dann legen Sie im Grunde genommen los und entwickeln so ein Fahrzeug. Diese Entwicklung machen wir aber nicht alleine. Wer arbeitet da alles dran mit? Ganz am Anfang hier dieser Konzeption von dem Auto, vor dem wir jetzt stehen, hat ein Gremium gestanden mit Fachleuten aus Bundesländern, von der Feuerwehr und von uns. Und wir haben uns zusammengesetzt und haben uns überlegt, wie könnte das Auto aussehen? Das perfekte Auto für den Zivilschutz und den Erstangriff bei einem Brand. Und dann im Grunde genommen ist es entwickelt worden. Es wird ja ausgeschrieben und dann haben Sie einen ja, Auftragnehmer, der dieses Fahrzeug entwickelt. Aber diese Kontrollen, die Erprobungen etc., die finden auch noch statt. Aber das wird auch vom Referat geleistet. Genau, nach einer Auftragserteilung, die von der Nachbarbehörde gemacht wird, treffen wir uns erstmal am grünen Tisch mit dem Auftragnehmer und sprechen die technische Leistungsbeschreibung durch, sodass man gegenseitig ein besseres Gefühl für das bekommt, was dort im Text steht, damit man auch eine Technik sich vor Augen führen kann. Und der Auftragnehmer wird dann ein Musterfahrzeug sukzessive erstellen, was wir begleiten durch regelmäßige Baubesprechungen am Auto vor Ort, wo wir uns die Dinge ansehen und soweit möglich auch schon erproben. Und ganz am Ende dieses Prozesses steht dann das Musterfahrzeug bei uns auf dem Gelände. Und wir unterziehen es einer 10- oder 14-tägigen Erprobung, wo wir sämtliche Arbeitsabläufe am Fahrzeug durchspielen. Es gibt einen Erprobungsbericht, der hoffentlich dünn ist. Und der Dünn ist Auftrag, gut, ja, nehme ich an. genau, dem Ja. ist gut. Und der Auftragnehmer wird dann an den Stellen, wo wir festgestellt haben, dass irgendwas noch nicht so reibungslos funktioniert, nachbessern. Und wir werden das Musterauto dann erneut bekommen und hoffentlich feststellen, dass alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und danach ist dann der Auftragnehmer gefordert, die Serienfertigung zu beginnen. In dem Fall hier bedeutet Serienfertigung, dass wir 306 Fahrzeuge davon bestellen. Das ist wunderbar. Und über das Besondere von dem Fahrzeug würde ich behaupten, sprechen wir jetzt im Studio, weil es regnet hier nämlich, es sieht vielleicht keiner, aber es regnet hier ein bisschen erbärmlich. Und ehe Herr Gewehr und ich dann wirklich bis auf die Knochen nass sind, würden wir den Rest des Gesprächs auch über dieses Fahrzeug oben im Studio fortsetzen. Wir sehen uns gleich. Super, und wir übernehmen hier ein bisschen und können natürlich trotzdem noch ein bisschen was vom Fahrzeug zeigen. Ich würde mal sagen, die Regenschirmhalterin hat wahrscheinlich jetzt gleich einen steifen Arm. Aber so sieht das hier aus. Darüber wird gleich gesprochen. Also hier werden Kindheitsträume wahr. Wirklich ein tolles Fahrzeug. Hier natürlich auch das Logo vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und ja, hier sieht man so ein bisschen die Technik. Ich bin da eher Laie. Da werden Thomas Kuhn und viele andere Experten sich natürlich viel, viel besser auskennen. Ich zeige jetzt eigentlich auch mal meine Regenschirmhalterin. So. Und ja, ich glaube, wir können wieder zurückgeben. Also ich bin ja, ich sag mal, Blogger Gunnar Sohn. Wir geben wieder hoch in die Sendezentrale. Thank you.
im Studio. Herzlich willkommen wieder zu unserem virtuellen Tag der offenen Tür. Wir sind jetzt auch im Studio angekommen. Sie können jetzt meinen Kollegen Michael Gewehr auch ohne Maske sehen, weil hier sind wir nicht so eng beieinander, dass wir die Maske tragen müssten. Weil ich auch erzählt habe, man lernt auch mal die Kollegen kennen, die hier hinter den Kulissen arbeiten. Jetzt wissen alle, wie sie aussehen. Was wir wegen des Regens als Frage unten jetzt auch nicht mehr behandelt haben, war eben auch, was ist denn auch das Besondere an diesem Löschgruppenfahrzeug, das wir unten gesehen haben? Ja, wir haben hier ein Fahrzeug gesehen, was für den Zivilschutz konzipiert worden ist. Das heißt, wir haben Fahrzeuge, die unter allen Bedingungen immer zu jeder Einsatzstelle kommen sollen, das sowohl urban als auch in der Fläche. Und insoweit haben wir ein Fahrzeug, was etwas hochbeiniger baut als die kommunalen Löschfahrzeuge, was einzelbereift ist, über großen Rampen und Überhangwinkel verfügt, sodass die Fahrzeuge zumindest von der Fahrseite her überall hin können, wenn der Fahrer es dann auch beherrscht. Und darüber hinaus haben wir Dinge, was die Beladung angeht, beispielsweise ein Ersatzrad, heute nicht üblich. Wir möchten, dass wir im Zivilschutz unsere Einheiten in die Lage versetzen, auch bei einem platten Reifen den Einsatz dann mit einer Verzögerung fortsetzen zu können. Das ist ja auch wirklich etwas Besonderes. Also mit einem platten Reifen ist Nein. Nein, wir haben ein Ersatzrad oben auf dem Dach. Die kommunalen Feuerwehren rufen dann den Reifendienst, nehmen das Fahrzeug aus dem Einsatzgeschehen heraus. Die Leitstelle schickt ein neues. Es sind ja in der Regel genug verfügbar. Bei uns ist es so, dass wir ja nun von dem Verteidigungsfall auch ausgehen. Und dort wird der Reifendienst nicht so schnell vor Ort sein. Mhm. Und insoweit wollen wir die Einheiten in die Lage versetzen, das Fahrzeug selbst wieder betriebsbereit zu machen. Ja, das ist toll. Und sagen wir mal so, wir haben dieses Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz, heißt es. Genau. Ja, nicht jeder hat ja so wie ich das Glück, dass man da auch mal real dabei sein kann oder dran sein kann und gucken kann. Aber wir haben ja gerade auch in unserer Community, darf ich jetzt mal sagen, auch auf Twitter, viele, viele Fahrzeuginteressierte. Das merke ich immer daran, wenn wir was mit Fahrzeugen machen, irgendwie wie hoch die Resonanz ist und auch die Fragen, wir haben auch noch nachher ein paar Fragen zu beantworten. Aber wenn wir den Leuten das eben nicht real bieten können, was so viele nicht können, da haben sie uns ja auch noch was mitgebracht, die absolute Premiere, was wir schon auch in der Pressemitteilung wurde es angekündigt, auch auf unserer Webseite, dass man nämlich so einen digitalen Rundgang jetzt durch das LF, CAT-S, wie es kurz heißt, irgendwie machen können, Löschgruppenfahrzeug für den Katastrophenschutz. Und das könnten wir ja mal gemeinsam starten. Genau, das LF Goes Digital. Ja, das sieht ja großartig aus. Ich hatte ja das Glück, dass ich vorher schon mal mit Ihnen drüber gucken konnte. Unten sieht man diese Bilder im Grunde genommen, was man alles anklicken kann. Genau. Unten ist die Navigationsleiste und wir befinden uns jetzt an der Navigationsleiste auf dem dritten Button von links. Das ist das Führerhaus. Darin könnte man sich jetzt virtuell bewegen. Das heißt, Sie können mit der Maussteuerung den Rundblick starten. Sie können einzelne Positionen anklicken, Zusatzinformationen erhalten. Dort sind auch Audio-Files hinterlegt, da werden Dinge erklärt. Zum Funkgerät, zum Betrieb des Fahrzeugs. Hier haben wir jetzt im Cockpit eine Schalterreihe, wo wir die Rundum-Kennleuchten mitsteuern können. Darf ich einmal auf dieses Klangeinsatzhorn gehen? Einmal nur? Ja, dann taucht ein Audio-File auf. In dem Fall mit den Geräuschen, die man erwarten würde. In anderen Fällen, wo, sagen wir mal, der Schalter nicht unmittelbar auch eine akustische Wirkung hat, würden Dinge erklärt. Auch in Textform. Machen wir doch mal eine. Wenn man den zweiten oder den ersten anklickt, dann können Sie auch. Die Rundumkennleuchten hinten. Die Rundumkennleuchten hinten werden mit den Rundumkennleuchten vor. Genau. Wenn wir hier aus dieser Ansicht wieder rausgehen und uns mal nach hinten drehen im Führerhaus und die Maus im oberen Bereich halten, sehen wir die neue Navigationszeile, wenn Sie die Maus hoch. Genau. Und dort können Sie also dann von dem einen Raum in den nächsten Raum wechseln. Das können wir mal machen. Und Sie befinden sich jetzt im Mannschaftsraum und haben dort die Möglichkeit, sich umzusehen und auch hier wieder Informationen abzurufen, vielfältigster Art. Eigentlich sollte jedes Ausstattungsteil in irgendeiner Weise mit einer Information hinterlegt werden. Wenn wir hier mal ganz aus dem Auto herausgehen, oben links
Genau. Und dann mal den fünften Button in der Mitte unten, das ist die Fahrzeugseite, genau, anklicken. Dort den ersten Geräteraum, direkt hinter dem Führerhaus anklicken. Ersten Geräteraum hinter dem Führerhaus. Ist der das? Der hier, genau. Und hier die Feuerlöschpumpe, die große, die im Bild ist, mal anklicken. Das ist direkt zentral, genau, die Tragkraftspritze. Jawohl. Dann taucht links eine Erklärinfotafel auf, wo man weitere Informationen zu der Tragkraftspritze abrufen kann. Wenn wir dort mal runterscrollen zu dem nächsten Punkt und anklicken, dann sehen wir, dass nicht nur Audio-Files hinterlegt sind, sondern auch Videos, hier im Speziellen zur Bedienung der Tragkraftspritze. Hier wird also der Ablauf, der zur Entnahme der Tragkraftspritze führt, beziehungsweise wieder die Verlastung im Einzelnen beschrieben in Form eines Videos. Das ist absolut großartig und ich glaube, wenn ich so als nicht so wahnsinnig Fahrzeugbegeisterte irgendwie schon so begeistert davon bin, dann werden das wahrscheinlich alle, die uns jetzt zugeguckt haben und das auch weitererzählen, auch sein. Ab wann können die denn damit rechnen, dass sie sowas bei uns auf der Webseite vielleicht vorfinden? Vorsichtige Prognose? Also das Programm haben wir jetzt alle gesehen, das existiert. Die Daten sind alle erhoben. Wir haben jetzt neben dem Löschgruppenfahrzeug auch in den nächsten Wochen ein zweites, weiteres Fahrzeug bei der Firma, die das digitalisieren wird, sodass wir von jetzt an eigentlich jedes Fahrzeug, was wir in den Verkehr bringen, auch in dieser Form präsentieren wollen, zu Schulungszwecken, aber auch zu reinen Informationszwecken. Und es ist natürlich vorgesehen, dass wir das über unsere Internetseiten dann auch einbinden. Wie das genau erfolgen wird, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Die werden jetzt auch gerade überarbeitet, die Internetseiten, sollen einen neuen Style folgen. Und dort werden wir, ich sage jetzt mal, in einigen wenigen Monaten dann auch, wenn wir nicht nur ein Auto haben, sondern das zweite oder dritte Auto haben, werden wir das dort zur Navigation anbieten. Also noch etwas, worauf Sie sich alle freuen können. Und wir geben natürlich rechtzeitig auf allen unseren Informationskanälen Bescheid, wenn es soweit ist. Jetzt wenden wir uns aber mal wieder dem allgemeinen Beschaffung zu, weil bei uns die Interessierten fragen sich eben auch immer beim Ausstattungskonzept des Bundes, was alles in das Programm gehört und wie kommen am Ende die Fahrzeuge an die, sagen wir mal, Feuerwehren, Hilfsorganisationen, die es im Einsatz nutzen. Weil es wird ja oft gefragt, irgendwie das BBK bestimmt, wo sie hingehen. Damit können wir heute aufräumen. Genau, machen wir. Zuerst vielleicht nochmal die Betrachtung, warum gibt es überhaupt ein Ausstattungskonzept des Bundes? Bitte. Ja. Die Länder und Kommunen haben ja schon in der täglichen Gefahrenabwehr und im Katastrophenschutz einiges an Fahrzeugen, an Ausstattung. Und der Bund ergänzt diese Ausstattung. Er macht das, weil im Grundgesetz dem Bund eine Zuständigkeit für den Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall zugewiesen ist. Und man sich sehr früh mit den Ländern darauf geeinigt hat, dass es nicht sinnvoll ist, dass der Bund eigene Einheiten aufstellt zu diesem Zweck. Und wir insoweit also die Ausstattung des Katastrophenschutzes der Länder ergänzen. Und dazu gibt es ein Ausstattungskonzept. Das Ausstattungskonzept stellt also letztlich die Gesamtschau all der Ausstattung dar, verteilt auf die Länder, also mit Verteilungsschlüssel, was der Bund auch in Abstimmung mit den Ländern für diese ergänzende Ausstattung vorsieht. Das Ausstattungskonzept ist unterteilt in ein Kernkonzept, wo der Bund abschließend bestimmt, wie viele Fahrzeuge in welchem Land vorgesehen sind, und eine Unterstützungskomponente, wo die Länder ein Mitspracherecht, sogar ein Wahlrecht haben. Zugewiesen werden die Fahrzeuge dann vom Bund an die jeweiligen Innenministerien nach dem festgelegten Schlüssel. Und die Innenministerien haben die alleinige Zuständigkeit für die Verteilung der Fahrzeuge im Land. Da hat der Bund gar kein Mitspracherecht. Hm. Insoweit wird das Land dann entscheiden, in welchem Ort, in welcher Kommune das Fahrzeug zum Einsatz kommt. Und es gibt ja sehr viele verschiedene Fahrzeuge bei uns. Wir haben zum Beispiel auch eine Anfrage reingekriegt von Fabian F., der fragt,
ob das BBK zukünftig weitere Neubeschaffungen vom Schlauchwagen-Katastrophenschutz oder jetzt die Abkürzung GWL2 sagt mir nichts, Ihnen vielleicht irgendwie mit entsprechendem Schlauchmaterial und wird es diesbezüglich eine neue Ausschreibung geben oder wird das Schlauchwagenkonzept nicht weiter verfolgt? Doch, das Schlauchwagenkonzept wird weiter verfolgt. Wir hatten eine Ausschreibung, wir haben einen Auftragnehmer gehabt, wir haben uns dann allerdings nach einigen Jahren der Befassung mit dem Fahrzeug gegenseitig darauf geeinigt, dass wir den Vertrag auflösen. Im beiderseitigen Einverständnis. Das heißt, wir hatten unsere Erwartungen nicht in Erfüllung gesehen, aber der Auftragnehmer auch nicht. Insoweit schreiben wir gerade neu aus und werden das Konzept genauso fahren, wie es bisher auch vorgesehen ist. Und der Schlauchwagen wird es geben. GWL2 ist der größere genormte Gerätewagen, einfach so zur Information. Und der Schlauchwagen folgt dieser Norm. Hm. Danke. Ja. Gibt es noch eine Frage? Es gibt noch eine Frage. Ja, aus dem Netz gibt es noch viele Fragen, aber nochmal der Hinweis, wann man dann diesen virtuellen Rundgang daheim machen kann oder ob sowas auch geplant ist wie der Landwirtschaftssimulator, ja? Also mit dem Löschfahrzeug wirklich herumfahren zu können. Nee, das ist nicht geplant. Tatsächlich wird man dann vielleicht auf einer der nächsten Messen an unserem Stand eine Installation sehen, wo man das auch mit der VR-Brille machen kann. Das heißt, man kann dann auch in das Fahrzeug reingehen und sich dort umsehen. Aber ein Computerspiel im Sinne, ich setze jetzt mal ein Löschgruppenfahrzeug ein, nein, ist im Moment noch nicht geplant. Wer weiß, was kommt. Ja, und noch eine Frage auch von Gennaro. Was aus dem KTW 4, die manche Einheiten noch haben, wird, wenn keine neuen KTW B mehr durch den Bund ausgeliefert werden? Der Typ B, der Krankentransportwagen des Typs B, ist das Standardfahrzeug derzeit im Bereich der Krankentransportkomponente. Und der wird auch wieder zur Auslieferung kommen. Wir bereiten im Moment gerade die technischen Unterlagen vor. Und der Flaschenhals ist eigentlich die Haushaltsmittel. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in circa 2 bis 3 Jahren große Aussonderungen haben werden im Bereich der KTW 4 Tragen, die ja noch angerechnen. Und wir sind dafür vorbereitet, dass wir dann auch als Ersatz für den KTW 4 Tragen, wenn er ausgesondert wird, den KTW Typ B beschaffen können. Mhm. Aber es sind ja im Moment auch sehr viele verschiedene Fahrzeugtypen, irgendwie, die das BBK in dem Rahmen des Ausstattungskonzeptes beschafft, die eben auch, ich sage jetzt nur auch so die Messleitkomponente, die dabei ist. Und kann man irgendwo auch einen Überblick bekommen, welche Fahrzeuge alle zu diesem also Ausstattungs- und Beschaffungskonzept des Bundes gehören? Also für jemanden, der jetzt auch nach unserem kurzen Gespräch nachlesen möchte oder sich mal ein bisschen schlau machen möchte. Also alle Einzelfahrzeuge sind bei uns auf den Internetseiten beschrieben. Unter der Rubrik Zivilschutz, Fahrzeuge und Ausstattung findet man dort verlinkt Informationen, weitergehende Informationen bis hin zu Ausstattungslisten auf jedem einzelnen Auto. Unter der Rubrik Zivilschutz findet sich aber auch eine Rubrik Ausstattungskonzept und dort findet man Unterlagen, was tatsächlich zu dem Ausstattungskonzept zählt, wie es entstanden ist und wie es einzusortieren ist. Das Ausstattungskonzept, ich sagte es eben schon, hat ja eine Kernkomponente, eine Unterstützungskomponente und die Kernkomponente weist im Wesentlichen medizinische Taskforce, analytische Taskforce und standardisierte Ausstattung für CBRN-Lagen auf. Und in der Unterstützungskomponente finden wir den Brandschutz, die Betreuungsfahrzeuge und noch weitere KTW-Typ B als Unterstützung der medizinischen Taskforce. Auch das wäre wieder ein Thema, wo wir im Grunde genommen mal 1-2 Stunden drüber reden können. Aber das muss dann zu einem anderen Zeitpunkt sein. Ja, wenn sich das hier irgendwie bewährt mit unserem Format, dann denke ich mal, kann man durchaus mal das eine oder andere Thema irgendwie vertiefen. Aber bis zu diesem Punkt sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Es sei denn, ich habe irgendetwas Wichtiges vergessen im Bereich Ausstattung, Beschaffung, Fahrzeugtechnik,
worüber Sie jetzt noch sagen, oh, das wollte ich aber noch sagen? Nö, wir sind kräftig dabei, Löschgruppenfahrzeuge auszuliefern, auch heute wieder 7 Stück. Auch morgen werden wir Fahrzeuge ausliefern. Wir haben Anfang der Woche wieder Zulieferungen erhalten von der Firma Rosenbauer. Insoweit sind wir tatkräftig dabei, alles zu tun, um die Republik mit den Autos auszustatten, die in unserem Soll stehen. Super. Ganz herzlichen Dank, Herr Gewehr. Auch, dass Sie mit mir im Regen gestanden haben. Fein. Irgendwie, ich hätte mir ja auch eher Sonne gewünscht. Aber so konnten wir wenigstens einen kurzen Blick aufs Auto werfen. Und natürlich demnächst auch digital. Fantastisch. Vielen herzlichen Dank fürs Dasein, fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ich habe zu danken.